Spät am Nachmittag kommt Hannes zu Hause an. Die Feuerwehrleute haben ihn in ihrem Löschzug mitgenommen. Mach so einen Scheiß nicht nochmal, ne? Tschö! In der Wohnung hängt Hannes als erstes seinen Krokodilanhänger an ein Lederband. Dann macht er sich ans Kochen. Er ist allein in der Wohnung. Hannes hat Routine im Kochen. Mit wenigen Handgriffen holt er die Zutaten aus den Schränken und mixt sie in der Pfanne zusammen. Sind wieder da! Hannes Mutter kommt zur Wohnungstür herein. Na Mama, wie war's im Laden? Wie immer. Viele Kunden? Nicht bei uns. Naja, was die mit sagen? Kannst ja gut bezahlten Job suchen. Da musst du ja nicht mehr so viel Sorgen um die Miete machen. Ja, wenn wir nicht schon vor der Prüfung hier rausfliegen und wieder zu Oma ziehen müssen. Guten Appetit. Guten Appetit. Und du? Hast du heute irgendwas Besonderes erlebt? Ich? Ach, nö, wieso? Gerade mit Frau Kosch wieder von dem angesprochen. Ach ja, doch, da war was. Nee, die Feuerwehr hat mich heimgebracht. Und, hast du es beim Feuerwehrfest gewonnen? Nee. Ist dein Skateboard kaputt und die haben dich als Anhalter mitgenommen? Auch nicht. Ist besser, wenn ich den Grund nicht weiß? Ich wasch auch ab. Und bügel eine Woche. Mann, Hannes, das ist doch kacke. Wenn ich den ganzen Tag arbeiten gehe, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass du hier irgendwie die Stellung hältst und keinen Mist baust. Das ist zu viel verlangt. Nein. Du musst schon auf dich aufpassen, sonst habe ich bald gar keinen Mann mehr im Haus. Ja. Stolz zeigt Hannes seiner Mutter den Anhänger mit dem kleinen Krokodil. Guck mal, ich bin jetzt ein Krokodil. Schön. Hannes Mutter ist zu müde, um sich noch viel für die Krokodilgeschichte zu interessieren. Am nächsten Morgen hilft Kai, der Junge mit dem Fernrohr, seiner Mutter beim Tischdecken. Die Familie von Kai wohnt nicht in einer engen Mietwohnung, so wie Hannes und seine Mutter, sondern in einem Haus für sich allein. Das sind Omas beste Teller. Ich mach das. Ich werde schon nicht stolpern. Kai sitzt im Rollstuhl. Er ist querschnittgelähmt. Auf dem Esstisch findet er eine Werbebroschüre von einer Schule. Was ist das denn? Das ist heute gekommen, Schätzchen. Mann, ich will nicht auf die Sonderschule. Das sind nur Behinderte. Das heißt Förderschule für Körperbehinderte. Und da findest du vielleicht leichter Anschluss. Ich hab 158 Freunde. Bei Schüler-ZV, bei diesem Computerdings da. Trotzdem, 157 mehr als du. Die sind aber nicht hier. Die können nicht auf dich aufpassen. Mama, meine Frisur. Pass auf, wir machen einen Deal. Wenn du am Ende der Ferien Freunde hier gefunden hast, die in der Schule auf dich aufpassen, fein. Ansonsten bist du vielleicht auf der Förderschule für Körperbehinderte besser aufgehoben. Hm? Ich komme im Gegensatz zu dir auch allein klar. Wenn du am Ende der Ferien keine Freunde hast, dann wird die Sonderschule ausprobiert. Dann habe ich 10 Freunde, wenn ich will. Vor der Tür steht Hannes. Wohnt hier ein Kai Wolfermann? Ja, wieso? Ich würde ihn gerne mal sprechen. Ja? Ja. Schön. Kai! Schätzchen! Lass mich in Ruhe! Ich hole ihn mal. Widerwillig kommt Kai mit seinem Rollstuhl an die Haustür. Was hast du denn da? Was willst du hier? Naja, die Feuerwehr hat gesagt, dass du sie angerufen hast und da wollte ich mich eigentlich nur bedanken. Dann tust du. Hab ich ja jetzt. Wie hast du es überhaupt gesehen von hier aus? Nachts bin ich Superheld, weißt du? Klar. Ja, dann nochmal danke und gute Besserung. Gute Besserung? Ich hab ein Teleskop. Hat 200 Euro gekostet. Kai nimmt Hannes mit in sein Zimmer und zeigt ihm das Teleskop. Bist du ein Spanner oder sowas? Nee, Astronom, aber ich werd mal Astronaut. Ist klar. Astronom fände meine Oma super. Die liest auch immer Horoskope und so. Hannes schaut sich in Kais Zimmer um und entdeckt eine Spielekonsole. Cool, seid ihr reich oder so? Nee, aber ich bekomme eigentlich immer, was ich mir wünsche. Ich kann sie dir ja mal ausleihen, wenn du willst. Wir haben keinen Fernseher. Echt nicht? Nee, ich spiele sowieso lieber draußen. An Dachrinnen und so. Kai zeigt auf den Anhänger mit dem Krokodil. Hannes trägt ihn um den Hals. Bist ja im Schnieschner Schnappi-Fanclub. Wir sind die Krokodile und das Krokodil ist unser Bandenzeichen. Und das steht für schleimig, klein und fast ausgestorben? Nein, für Mut, Stärke und Ehrlichkeit. Aber davon verstehst du eh nichts. Kannst du mich ja mal mitnehmen. Vielleicht lerne ich ja was.
Zu den Krokodilen mitnehmen? Das wird nicht so einfach, wie Hannes am Nachmittag feststellt. Auf keinen Fall kommt der Spasti hierher! Wie stellt sie dir das denn vor? Sollen wir eine Rolltreppe einbauen oder was? Der kann doch nicht mal schmierig stehen. Oder wegrennen. Es sei denn, es geht bergab. Die Krokodile treffen sich nachmittags in ihrem Hauptquartier. Es ist ein Baumhaus, das sie selbst gebaut haben. Es ist auf einem hohen Baum mitten im Wald. Mann, wenn ich vom Dach gefallen wäre, dann säße ich jetzt wahrscheinlich auch im Rollstuhl. Na und? Dann wärst du halt auch nicht mehr dabei. Der Behindi soll sich einfach mit anderen Behindis treffen. Ja. Das heißt körperlich benachteiligt. Aha. Ey, dann ist Frank auch behindert, so benachteiligt wie der ist mit seinem Körper. Halt's Maul und du bist gleich auch körperlich benachteiligt. Oh. Also, wir stimmen ab. Wer von euch will, dass der Rolli mitkommt? Ich. Ich auch. Maria, hat der dir Geld gegeben oder warum hältst du jetzt auch zu dem? Das erkläre ich dir, wenn du ein bisschen größer bist. Zwei sind dafür, wer ist dagegen? Die meisten Hände heben sich. Also, der Rolli bleibt draußen.